Servus Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Final Fantasy 15. Setzen wir unsere Reise fort. Weiter geht's! Und ich würde sagen, gutes Stichwort, weiter geht's. Und zwar mit der Quest auf die Hörner genommen. Dazu müssen wir hier in diese Richtung, aber ich muss mal schauen, ob ich hier das unten die Magie absorbieren kann. Alles klar. Gut, weiter geht's. 450 Meter. Manchmal frage ich mich, ob wir je wieder in diesem wunderbaren Auto sitzen werden. Bestimmt. Den ganzen Tag zu sitzen war echt angenehmer. Schlafen war noch besser. Also eins muss ich schon mal sagen, hier die Soundkulisse ist extrem geil. Hört mir richtig gut. Ich glaube, das Headset lauter machen. Ich habe vorher schon irgendwas von Schokobos gelesen, bin gespannt, wie die hier in dem Spiel wieder eingebaut werden. Schokobos waren damals echt cool. Kleidung ändert nicht nur das Aussehen, sondern auch die Statuswerte. Viel weiter tragen meine Beine mich nicht. Auf sowas hat uns die Großstadt nicht... Ich glaube, das ist unser Freund. Ein Doppelhauer. Liefert Ärzte zur Herstellung von Lacken. Und zweifelsohne eine Mutation. Okay, mal langsam rangehen. Wir müssen unbedingt etwas tun. Oh Gott. Was ist jetzt? Symbolfilter. Aha, so komme ich auf. Ja, drei komme ich gleich ins Menü. Warte! Was denn, was denn? Der Knabe scheint ziemlich mies drauf zu sein. Echt jetzt? Macht er einen trägen Eindruck? Ja. Achtung! Mensch, Alter! Aber echt. Zu früh gefreut. Wie bitte? Okay, dann wollen wir mal. Das wollte ich jetzt nicht. Das wollte ich schnell Kampfmodus. Und zwar auf Warten. So, jetzt schauen wir mal, was dir sagt. Okay, ich glaube, die Anzeige des... ist die Zeitanzeige. Genau. Okay, gegen Speerwaffen und gegen Feuer ist er nicht resistent, aber anfällig. Okay. Okay, dann nehmen wir mal die Speerwaffe. Nehmen gern! Ach, leg los, Otto! Jetzt schmerzt die Keine doppelt! Hau rein, Leute! Klar. Hey, alles okay? Okay, ich habe jetzt aber leider kein Feuer. Leider Sturm. Vortrefflich. Das nenne ich Team. Okay, aber nochmal Warp-Angriff. Okay. Was ist das jetzt? Zeit, Rotzahn? Los, vorwärts. Ah, alles klar. Ging noch ganz gut, würde ich sagen. Mein Telefon. Ja? Hab gerade mit Dave gesprochen. Danke für eure Hilfe. Ah. Wir schulden euch was.
Euer Wagen ist übrigens auch fertig. Schaut am besten mal rein. Den Regal hier abholen. Alles klar. Alles klar. Okay. Kommen wir noch mal zur Fahrerfrage. Von mir aus kann Ignis weiterfahren. Dito. Der fährt wenigstens sparsam. Was es hier noch gibt? Im Gegensatz zu mir. Ich glaube auch nicht, dass ich das hinkriege. Ihr lasst mir keine Wahl. Danke, Ignis. Mir ist hinterm Steuer einfach zu eng. Goldstaub, Regenbogenstaub, okay. Ich würde sagen, gehen jetzt hier noch ein bisschen durch. Vielleicht finden wir noch ein paar Gegner. Ein bisschen EP einsammeln. Außenrum. Sie sind schon so weit weg, bin gar nicht so weit vorgekommen. Diese schwüle Luft. Ja. Sidney wartet sicher auf uns. Und vielleicht ist Sid mit dem Regal ja auch schon fern. Was ist das? What? Alter, der war ja riesig. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Die Natur ist unberechenbar. Ein bisschen Viehmensch. Das kannst du laut sagen. Okay. Vielleicht ein späterer Gegner oder so. Schauen wir einfach mal weiter. Könnten wir eigentlich gleich in das Restaurant gehen und dann mal schauen, ob wir da schon die nächste Quest annehmen können. Diese Hitze. Warum ziehst du nicht die Jacke aus? Hammerhead. So, schauen wir mal zu Sydney. Da wären wir. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber ist dafür auch hübsch geworden. Nicht wahr? Ist ja fast so schade zum Fahren. Okay, dann lichten wir das Prachtstück mal ab. Gebt gut darauf acht. Ach ja, und Hoheit? Könnt ihr vielleicht ein Päckchen für mich abliefern? Klar. Klar, warum nicht? Vielen Dank. Also, ich war so frei, die Fracht schon im Kofferraum zu verstauen. Auf dem Weg zum Galdinkai liegt ein Motel.
Die Lieferung ist für den Besitzer. Ich zähle auf euch. Ah, so läuft das also. So läuft der Hase hier. Noct, jetzt wo der Wagen frisch gewartet ist, willst du dich nicht hinters Steuer setzen und selbst ein bisschen fahren? Klar, probieren wir es mal. Okay, warum nicht? Du weißt es natürlich selbst, aber fahr vorsichtig. Ja, jetzt warte, jetzt will ich aber erstmal schnell ins Restaurant gehen. Oder ist hier drin? Nee. Werkstatt, gell? Ja. Du bist der Freund von Sid. Unsere Jagdziele. Tal ohne Wiederkehr, haben wir das schon? Nee, machen wir nicht. Okay, dann haben wir das schon. Ich hoffe, es hat euch bei uns gefallen. Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir mal die Quest hier Prinzenversand. Manuelles Fahren, Geschäft. Machen wir machen wir mal das Alice Fahren. Gehen wir. Los geht's. Raus mit euch. Was ist jetzt los? Nein. Fahren. Manuelles Fahren. Schnallt euch an. Ach, da, okay. Aussteigen, wenden, beschleunigen. Mal schauen, ob hier was kommt. So, wo fahren wir denn jetzt lang hier? Ich glaube, wir müssen eher in die Richtung. Hammerhead ist eine tolle Werkstatt, was? Was hast du erwartet? Es ist schließlich die Hofwerkstatt. Nach dieser Reise kommen wir bestimmt nicht mehr hin, oder? Hm? Was? Wieso denn das nicht? Spricht doch eigentlich nichts dagegen. Vielleicht freut sich eine gewisse Mechanikerin ja. Ach, daher weht der Wind. Kannst du ja den Regalia ausleihen. Oh, echt? Aber nee, wie sieht das denn aus? Wenn wir zurück sind, besorge ich mir selbst einen Wagen. Alter, Sprit brauchen wir da ganz schön. 2 Striche schon verloren. Nicht mal einen Kilometer gefahren. Da kann ich gar nicht selber reinfahren. Gut. Das reicht fürs Erste. Bis du dich an die Straßen hier gewöhnt hast, übernehme erstmal wieder ich das. Okay. Schon. Nach so sicher hingegen unsicher machen, fährt ihm sie doch nicht. In diesem Fall muss Noctis das Steuer übernehmen. Alles klar. Hat er Angst oder was? Was ist denn hier? Schokobomiten? Der Schokobo-Verleih ist momentan eingestellt. Alles klar. Kommen wir bestimmt später drauf. Das sieht schon geil aus, die Karre, ey. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ha. Ihr seid mit der Lieferung hier? Vielen Dank. Lasst den Wagen einfach stehen. Ich kümmere mich drum.
Wir haben ein Auto auf, Mensch. Umbra. Oh, Umbra. Eine Lieferung? Guter Junge. Der Hund hat echt ein gutes Gespür. Ist ja auch kein gewöhnlicher Hund. Immer wieder schön, dich zu sehen. Wartet mal eben. Tenebrae vor 12 Jahren. Eine Blume. Aus solchen haben wir unsere Kronen geflochten. Ja, ich erinnere mich. Silblüten. Noct? Ja? Ich habe eine Bitte an dich. Würdest du dieses Buch bei deiner Rückkehr mit nach Hause nehmen? Klar. Und dann könntest du auch was reinkleben und es wieder zurück an mich schicken. Yep. Fertig. Pass gut auf dich auf. Du sagst es mir sicher sowieso nicht, aber... Dann spar dir die Frage. Wofür ist das Buch? War ein Versuch wert. Unsere Pflicht ist getan. Wir sollten zum Galdinkai weiterfahren. Okay. Ja, erstmal rüber. Kann man denn hier tanken auch, dass man sagt, das Auto soll getankt werden? Okay, da kann man auf jeden Fall wahrscheinlich irgendwie schlafen. Da ist ein Restaurant. Ich glaube, ich werde mal was essen, weil nämlich ohne meine Statuswerte schon wieder schlechter werden. Noct, sehen wir uns das mal an. Das hier? Was denn? Einkaufen, was hat die? Oh, hallo! Kaufen. Halt! Ah, sehr gut, aber ich verkaufe erstmal. Und zwar meine Wertgegenstände. Kann ich Wertgegenstände verkaufen? Spinnseide. Brauche ich das noch? Achso, das ist. Das brauche ich nicht. Halttrank verkaufen. Hier sind Wertgegenstände. Okay, ich glaube, die Wertgegenstände kann ich immer verkaufen. Ich glaube nicht mehr, dass ich die brauche. Ja. Verkaufen. Yep. Vielen lieben Dank. Ah. Yep. Yep. Ein bisschen Kohle hier. Kohle. Und ich werde mir gleich Tränke kaufen. Elixier kostet 400. Heiltrank. Ein Energietrank, das durch Noctis Kräfte eine heilende Wirkung entfaltet. Halt die Hälfte der LP. Kaufen wir da einfach mal alles. Yep. Vielen lieben Dank. Supertrank hat sie keinen. Super Elixier. Oh, der ist teuer. Der hat es aber auch nicht. Phönixfeder. Bleibt ein Gruppenmitglied aus der Kampfunfähigkeit und Beschleunigung. Ja, das brauchen wir jetzt noch nicht. So viel Kohle haben wir jetzt noch nicht. Ich glaube, das hebe ich mir jetzt. Den Rest hebe ich mir auf. Und ich werde jetzt ein Süppchen schlürfen, wenn es denn geht. Ich habe kurz meinen ersten MI gesehen. Echt unheimlich. Wurde die Besichtigung der Königsstadt wie geplant abgeschlossen? Willkommen im Krähennest. Yeah. Was darf's essen, sein? Mensch. Ich bin ganz. Ist hier. Okay, 1400 Gil, wenn ich mich verarschen? Und mal das hier, 150? Ja. Einen kleinen Moment bitte. Das sieht schmackhaft aus. Ja, erstmal. Weiter. Okay, sehr gut. Entdeckt ein neues Rezept. Das können wir dann wahrscheinlich nehmen, wenn wir wieder zelten oder übernachten irgendwo.
Was erzählt ihr noch? Das ist hier los. Okay. Refugien wurden eingezeichnet. Mein Haufen zu tun, Mensch. Parkplätze wurden eingezeichnet. Ortschaften wurden eingezeichnet. Sammelstellen wurden eingezeichnet. Okay. Was hat der denn noch? Hat er die gleichen Quests? Alle schwere. Nee, das machen wir jetzt mal lieber noch nicht. Okay, dann probieren wir mal, dass wir übernachten jetzt in dem Hotel. Dagegen wimmelt es in letzter Zeit auch von Raubtieren. Das Hotel war auch hier drüben, oder? Hier ist ein Bett auf jeden Fall. Hier ist ein Bett. Hier ist ein Bett. Mal den reden. Übernachten. Hm? Was gibt's? Okay. Kostet Gil. Gewährt dir dafür jedoch ein EP-Bonus. Okay, was kostet der Scheiß? 300 Gil? 150 Gil? Ja, mach doch. Genug geschafft für einen Tag. Heute Nacht werde ich gut träumen. Zelt wäre besser gewesen, aber muss wieder ewig weit drin jetzt. Okay, Level 5. Okay. Was hatten die jetzt hier wieder? Wow, das ist richtig gut geworden. Das hier. Und der Regalia ist auch schön drauf zu sehen. Ich weiß nicht, was mir das bringt, wenn ich hier die Fotos speichere. Bringt mir das irgendwas? Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben? Ich weiß es bis jetzt noch nicht. So. Was hat denn der jetzt hier? Schubo geht nicht. Hat der noch hier einen Quest oder was? Nee, das ist Bett. Was will der hier? Aufgabe. Wartet mal kurz. Bei der Lieferung eben war auch etwas für Meldatio dabei. Meldatio? Du meinst die Jägerzentrale? Korrekt. Ihr Vorsitzender ist gerade vor Ort. Könntet ihr ihm die Sachen bringen? Knockt. Das macht den Braten jetzt auch nicht mehr fett. Okay. Blaue Aufgaben sind anscheinend so Nebenziele. Menü. Aufgaben. Okay, Stufe 5. Ziemlich weit unten, gell? Ja, machen wir das mit das. Ich glaube, so weit ist es nicht weg. Dave finden. Okay. Ja, da muss hier irgendwo im Umkreis sein anscheinend. Okay, schauen wir mal, das ist das Dave? Nee. Das auch nicht. Ewigen Jagdgründe. Dave finden. Hab vor kurzem meinen ersten MI gesehen. Interagieren. Echt unheimlich. Zeig mir den. Ich esse gerne hier. Es erinnert mich an meine Kindheit. Genau das Richtige für einen heißen Tag. Okay. Kann man hier reingehen? Nein. Hier hinter mal, aber da kann er mal hochspringen. Das könnte sein, oder? Dave, oh, ihr seid's. Danke für die Hilfe neulich. Kriege Kohle von dir, Mage. Eine Lieferung für dich. Ach so. Entschuldigt die Umstände. Und wieder ein paar mehr. Die Lieferung? Was war da drin? Das sind Erkennungsmarken.
Schon mal welche gesehen? Jeder Jäger trägt so eine. Sind das Plaketten mit Namen drauf und so? Wenn du sie hast, dann heißt das wohl... Ja, wir leben ständig mit dem Tod. Und wenn's uns erwischt, bleibt nur das von uns übrig. Wir sammeln die Marken und schicken sie den Hinterbliebenen. War gerade im Begriff, die Umgebung hier nach welchen abzusuchen. Traurige Sache. Hört mal, wenn ihr zufällig welche finden solltet, dann liefert sie doch bitte bei mir ab. Okay, wird gemacht. Nicht weit von hier soll es neulich einen Jäger erwischt haben. Fragt am besten auch mal unseren hiesigen Kontaktmann. Ortsinformation besorgen. Erkennungsmarken also. Für die Hinterbliebenen wichtig, um Abschied nehmen zu können. Sicher nicht leicht. Die Armen. Können uns ja mal beim Informanten umhören. Heute schlage ich richtig zu. Teilsplitter. Dann hören wir uns mal die Ortsinformation, Leute. Ja, die haben wir doch schon geholt, Andy, oder? Oder hat neue? Willkommen. Ein Snack vielleicht? Ortsinfos. Was interessiert euch? Ah, Aufgabeninfos wurden eingezeichnet. Okay. Okay. Die Erkennungsmarken finden. Alles klar. Seid vorsichtig. Ja, bin ich doch immer. Ich hab vor kurzem meinen ersten MI gesehen. Echt unheimlich. So, weiter ist das weg. 200 Midi. Was geht da noch? Weiter geht's. Gladio, gehen wir. Komme! Flitterst du mit Luna nach der Hochzeit eigentlich direkt zurück nach Insomnia? Wie? Irgendwann schon, aber sicher nicht sofort. Mann, kann immer noch nicht glauben, dass du heiratest. Wie fühlt man sich so kurz vor dem großen Augenblick? Wie immer. Ach, Nocht, jetzt tu doch nicht so, als wäre dir das alles egal. Eifersüchtig? Bild dir mal bloß nichts ein. Okay. Suchen. Hier kommt jetzt wieder ein Vieh. Das kam von da drüben. Die Erkennungsmarke sichern. Okay. Wollen wir uns aber das hier noch? Wenn wir schon hier sind. Paprika. Okay. Lass mich raten, jetzt kommt bestimmt gleich so ein Riesenmob. Ein Monstermob. Hier entlang, glaube ich. Ja, war mir klar. Ich erledige das alleine. Du kannst hier bleiben. Von wegen. Ich lass nicht zu, dass du hier alleine Show abziehst. Autsch, Mist! Dann lass aber mal krachen. So macht man das. Hey, schaut euch den an! Bin ich halt. Keiner verletzt, wie es scheint. Dann wollen wir mal weiter. Erkennungsmarken. Sichern. Okay, zu Dave bringen. Dann bringen wir ihn zum Dave.
tolles Wetter heute. Ja, das stimmt. Ihr habt die Makler gefunden? Vielen Dank. Ach, nicht der Rede wert. Diese Suchen stimmen mich immer traurig. Jede Marke, die man findet, schnürt einem die Kehle zu. Am besten nicht groß drüber nachdenken. Aber das ist natürlich viel leichter gesagt als getan. Trotzdem ist es wichtig, dass wir sie sammeln. Sonst bleiben die Jäger auf ewig vermisst. Und das wollen wir ja auch nicht. Nee, auf keinen Fall. Wir Jäger haben nun mal einen gefährlichen Beruf. Also sammelt die Marken ein, wenn ihr welche findet. Okay. Was hier? Aufheben. Alles klar. Elixier, sehr gut. So, der Prinz von zu Galenkai begeben. Okay. Das ist immer richtig. Aber wir fahren jetzt im Auto. Und lassen jetzt automatisch mal fahren. Du bist hier unten. Prinzensversand, okay. Hammer, was? Parkplätze, Leide, Hammerhead. Eine Minute. Kaldenkai, 2 Minuten, da wollen wir hin, oder? Wollen wir da hin? Jep, da wollen wir hin. Lasst nichts liegen. Okay. So, los geht's. Musik an hier. Ich hoffe mal, dass wir irgendwo tanken können. Zur nächsten Meldung. Heute äußerte sich auch Prinzessin Luna Freya von Tenebrae zu dem geplanten Friedensabkommen. Das Lutz-Silber-Niefelheim sich auf Frieden verständigen. Mal Gas hier, Mensch. Erfüllt mich mit großer Freude. Was meine Vermählung mit Prinz Noctis von Lutzis betrifft, so möchte ich unbedingt Folgendes klarstellen. Besorgte Stimmen fragen sich, was nun aus der Kanagi wird. Kann ich diese Funktion weiterhin wie gewohnt erfüllen? Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich mein Amt unverändert ausüben werde. Wie gehabt, werde ich auch in Zukunft alle Regionen von Eos bereisen. Und meine Gebete werden nicht verklingen. Es heißt, dass Prinzessin Luna Freya in Vorbereitung der Hochzeit Tenebrae schon bald verlassen werde. Bis zur Schließung des Ehebundes werden all ihre Verpflichtungen als Kanagi ruhen. Die Hochzeit ist Teil des Abkommens? Natürlich. Reine Formsache. Soll wohl ein Symbol des Friedens sein. Also eher eine Art von Zweckehe. Nun, die Prinzessin scheint trotzdem nicht abgeneigt zu sein. Genau wie unser Nackt. Was denn? Kennen Sie das aus der Kindheit? Schwör ab! Ich kann das Meer sehen! Oh, Tatsache! Das ist der Galdenkai. Schwimmen, das wär's. Dahinter, was ist das für ein seltsamer Berg? Das ist eine Insel. Berg, Insel, wen interessiert das schon? Wir sind hier in einem Feriengebiet. Weiche Betten und Massagen, Leute! Und? Bereits besuchte Parkplätze können jederzeit direkt angesteuert werden. Okay. Freu mich schon drauf! Eine Fähre nach Altisia. Oh, wir dürfen nicht vergessen, uns mit Heilmitteln einzudecken. Hm, diese Tankstelle. Von dir. Was soll das heißen? Kann ich tanken hier? Tanken. Volltanken. Warum kriege ich jetzt hier einen Rabatt? Verstehe ich nicht. 10 Gil? 5 Gil? Wurscht. Tank voll die Hütte hier. Hm.
voll. Sehr gut, dann merke ich mir das hier mal. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier machen müssen. Endlich am Ziel. Und von da geht's okay. Weiter. Herr Schiff, ahoi! Ja. Okay, das Wasser sieht ein bisschen komisch aus, muss ich sagen. Sieht einfach nur aus wie eine türkise Fläche. Erstmal eine Fähre nehmen. Willkommen am Galdin. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Was? Ihr kamt, um in See zu stechen. Woher weißt du das? Doch, der Hafen ist geschlossen. Liebe Idee. Wer bist du überhaupt? Ein gestrandeter Wanderer wie ihr. Ich sehne mich nach meinem Zuhause. Und alles nur wegen des Waffen. Das sieht ja komisch aus. Dass der böse ist. Eine Sondermünze zum Friedensabkommen? Hä? Echt jetzt? So ein Quatsch. Das ist euer Taschengeld. Hä? Hey, sag schon, wer bist du? Sag dich doch schon, ein Wanderer. Hä? Ja, klar. Ob es stimmt, dass die Schiffe nicht fahren? Die Bootsableger untersuchen? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Am besten, wir schauen mal nach. Ich hab Hunger! Ich hab Hunger! Ja, kauf dir was zu essen, Mensch, wenn du Hunger hast. So was Dummes. Wie kriege ich denn jetzt meine Lieferung rüber? Kann ich hier nicht springen? Was ist denn hier los? Schaut schon gemütlich aus hier. Hoffentlich öffnen sie den Hafen morgen wieder. So, schauen wir mal, was hier los ist. Legen heute wirklich keine Schiffe ab? Nein. Weit und breit kein Schiff zu sehen. Aber wieso? Weil man aus Altissia derzeit nicht wegkommt. Meinen Quellen nach hat Niflheim angeblich ein Embargo verhängt. Ihr müsst die Noctis-Truppe sein. Ja. Hab ich recht? Höchst erfreut. Mein Name ist Dino. Ja, als Reporter habe ich so meine Quellen. Von mir bleibt nichts geheim. Von eurem Jagddebüt habe ich ebenfalls gehört. Ihr seid inkognito, oder? Keine Angst, ich halte dicht. Allerdings wäscht eine Hand bekanntlich die andere. Hören wir mal zu. Was liegt denn an? Sehr schön, du fackelst nicht lange. Gib mal deine Karte. Hab euch auf der Karte eine Stelle markiert, wo es Rohedelsteine gibt. Die brauche ich für meinen Zweitjob. Im Gegenzug versuche ich, euch ein Schiff für die Überfahrt klarzumachen. Oh, und meinen Mund zu halten. So ein Zweitjob für Ruhedelsteine. Was macht denn der als Zweitjob? Der Deal mit Dino. Okay, Leute, wie es dann aber mit dem Deal mit Dino weitergeht, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen oder auch über ein Like. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, Servus, euer Andi.